wir als Bundesinnenministerium wollen das Darknet natürlich nicht verbieten. Eine dahingehende Regelung, ein Darknet-Gesetz zum Verbot wird es natürlich nicht geben. Klar ist aber, dass illegale Geschäfte im Darknet sehr verbreitet, ja nach gerade typisch sind. Und stetig werden diese illegalen Geschäfte auch mehr. Denn die Anonymität schützt eben Verkäufer und Käufer gleichermaßen. Dabei geht es vor allem um kriminelle Darknet-Plattformen, auf denen illegale Waren wie zum Beispiel Waffen, Drogen, Falschgeld und kinderpornografisches Material ausgetauscht werden. Außerdem sind dort auch kriminelle Dienstleistungen wie der Diebstahl von Daten und deren Verkauf möglich. Das Ganze nennt man etwas zynisch Cybercrime as a Service. Die Gewinnmargen hier sind sehr hoch, das Entdeckungsrisiko gering. Ein erschreckendes Beispiel hierfür ist die Darknet-Handelsplattform Wall Street Market, gegen die das BKA, das Bundeskriminalamt, im vergangenen Jahr erfolgreich vorgegangen ist. Die Plattform hatte ca. 1,1 Millionen Kunden, 5.400 Verkäufer und war eine der größten Darknet-Plattformen, die zum unerlaubten Handel mit verschiedenen Waren, insbesondere Betäubungsmitteln, genutzt wurde. Nach der bisherigen Rechtslage haben wir zu wenige Instrumente, um Licht in dieses Darknet zu bringen. So sind es vor allem die Betreiber solcher Plattformen, die den Straftätern erst die benötigte Infrastruktur zur Verfügung stellen und die nach geltendem Recht selbst kaum belangt werden können. Wir brauchen also neue Strafnormen, mit denen wir dem kriminellen Treiben der Darknet-Handelsplattformen Einhalt gebieten können. Darauf haben wir uns in Berlin übrigens auch in der Koalition schon vor 2 Jahren im Koalitionsvertrag verständigt. Wichtig ist aber, nicht nur die Rechtslage, auch die konkrete Strafverfolgung muss besser werden. In der Praxis stehen ihr nämlich oft rechtliche und tatsächliche Hindernisse entgegen, da beispielsweise der Nachweis einer Beihilfe zu einzelnen Straftaten regelmäßig schwierig ist. Und selbst wenn wir eine solche Beihilfehandlung nachweisen können, wiegt eine damit verbundene und rechtlich mögliche Bestrafung nicht schwer genug, weil die Begehung von Straftaten im Darknet durch eine Beihilfe in einem Maß hier gefördert wird, dass die uns bisher sozusagen bekannte analoge Beihilfehandlung deutlich übersteigt. Hier müssen wir also wegen der Schwere der Schuld konsequenterweise auch über einen schärferen Strafrahmen sprechen, als wir das von, ich sag mal, herkömmlichen Beihilfehandlungen kennen. Konkret bedarf es für eine zukunftsfähige und effektive Strafverfolgung von Kriminalität eben auch und gerade im Darknet Anpassungen des Strafrechts und des Strafprozessrechts, Anpassungen an das Cyber-Zeitalter. Denn wichtige Ermittlungsmethoden wie etwa die Verkehrsdatenabfrage oder die Telekommunikationsüberwachung stehen den Ermittlungsbehörden im Darknet aufgrund seiner Beschaffenheit typischerweise eben nicht zur Verfügung. Dann gibt es dann entsprechende Anordnung eines Richters auf Durchführung solcher Überwachungsmaßnahmen, die strengen Anforderungen unterliegen. Dann muss es schon um schwere Straftaten etwa gehen. Aber dann laufen sie in aller Regel ins Leere. Und auch das stellt den Rechtsstaat, stellt unseren Rechtsstaat vor ein ganz ernstes Problem. Es ist deshalb wichtig, Regelungen zu schaffen, die polizeiliche Ermittlungen gerade im Darknet auch tatsächlich ermöglichen. Einen wichtigen Fortschritt stellen hier bereits die jüngst vom Bundestag beschlossenen Regelungen zur sogenannten Keuschheitsprobe bzw. dem taktischen Posten dar. Diese ermöglichen es nicht offen ermittelnden Polizeibeamten, künstlich erzeugtes kinderpornografisches Material, also wohlgemerkt keine Fotos natürlich von wirklichen Personen, aber künstlich erzeugtes Material im offenen Internet oder eben auch im Darknet hochzuladen und zu versenden. Denn nur so könnte sich Zugang zu diesen furchtbaren geschlossenen Kinderpornografie-Tauschbörsen auch verschaffen. Und ohne eine solche Regelung ist eine Strafverfolgung von Kinderpornografie heute nahezu ausgeschlossen. Mit dieser Regelung können wir hoffentlich viele dieser Täter ihrer gerechten Strafe zuführen und dafür sorgen, dass sie Kinder künftig nicht mehr missbrauchen und diese Bilder im Netz handeln. Darüber hinaus brauchen wir eine rechtssichere Lösung für die Übernahme auch von Nutzeraccounts durch Ermittlungsbehörden. Täter, die im Darknet ihren kriminellen Aktivitäten nachgehen, handeln im Regelfall eben streng abgeschirmt. Solange es den Ermittlungsbehörden nicht möglich ist, mittels vorhandener Accounts in bestehende Kommunikationsbeziehungen einzudringen, ist ein erfolgversprechendes Vorgehen hier eben kaum möglich. Daher bleiben bisher viele Straftaten im Bereich des illegalen Handels im Darknet und der Kinderpornografie unaufgeklärt. Das Internet ist kein rechts- und regulierungsfreier Raum. Das war er nie
und das darf er nie werden. Selbstverständlich gelten daher dieselben Gesetze und insbesondere dieselben Strafnormen, die für Taten in der analogen Welt auch gelten. Und sie gelten dann eben auch im digitalen Raum. Diese Gesetze sind Ausfluss unserer Werte, oft das Ergebnis von langen, intensiven Debatten über Fragen der öffentlichen Moral, der Menschenwürde, ja, und des angemessenen Umgangs miteinander. Und ich fände es aber witzig, wenn wir annehmen würden, dass alle diese Vorstellungen eben nur in der analogen Welt gegolten haben und jetzt in der digitalen Welt nicht mehr gelten sollen. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Ermittlungsbehörden in die Lage versetzt werden, auf Gefahren im digitalen Raum genauso zu reagieren, wie sie das in der analogen Welt tun und wie es auch jedermann erwartet. Und wir müssen klarstellen, dass es dabei natürlich immer im Kern um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger geht. Es stimmt, nicht jede Aktivität im Darknet ist kriminell. In Ländern, in denen es an Meinungs- und Pressefreiheit fehlt, bietet das Darknet unter Umständen ganz wichtige Möglichkeiten des Schutzes, wichtige Plattformen zum Meinungsaustausch. Aber wir sollten auch aufhören, die Situation in Deutschland ständig mit der in Diktaturen und Schurkenstaaten gleichzusetzen. Nur weil es für den Kampf der Opposition zu Recht in anderen Ländern wichtig ist, heißt das für Deutschland eben noch nicht, dass Straftäter die Anonymität des Darknets einfach ausnutzen können und dass wir daran nichts ändern wollen. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, entschieden gegen diese Straftäter bei uns vorzugehen. Die Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit zählt eben zu den Kernaufgaben des Staates. Um einen wirksamen Schutz der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen zu können, müssen auch im digitalen Raum und insbesondere eben auch im Darknet Straftaten wirksam verfolgt werden können. Und die soeben erwähnten Anpassungen des Straf- und Strafprozessrechts werden eine bessere und aussichtsreichere Strafverfolgung im Darknet auch bewirken. Und dafür muss die Anonymität der Nutzer, die das Darknet zu rechtmäßigen Zwecken nutzen, natürlich keineswegs aufgehoben werden.